Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo, liebe Streaming-Fans. Es ist Dienstag, der 6. August. Wie immer gibt's drei neue Streaming-Tipps für euch. In unserem ersten Tipp geht es um ein ernsteres Thema: organisierter Hass im Netz oder auch Cybermobbing. Die Doku Das Cybermobbing-Kartell schaut undercover in die Welt der sogenannten Hater. Menschen, die Spaß daran haben, online Opfer zu suchen, denen sie das Leben zur Hölle machen wollen. Es geht um eine Gruppe, die sich selbst NWO nennt, eine Abkürzung für Neue Weltordnung oder Nie wieder online. Sie planen ihre Angriffe online und prahlen dort mit ihren Anschlägen. Menschen geraten außer Kontrolle, verletzen sich selbst und andere. Und es war der erste Moment, als ich im Leben Angst vor mir selber hatte. Scheinbar willkürlich und unerklärlich. Polizei ist da. Polizei ist vom Haus. Sie alle wurden Opfer von Cybermobbing. Warum dürfen die das? Spielt halt keine Rolle, der ist halt da und ist zur Belustigung. Zehntausende Menschen machen Cybermobbing zu einem Spiel. Zu ihrem Spiel. Ist das wieder ein feines Match für dich? Sie nennen es das Maskengame. Manche Hater bestellen im Namen der Opfer massenhaft Pizza oder Pakete. Andere faken Notrufe und lösen so Polizeieinsätze aus. Und das Schlimmste, sie kommen einfach so damit davon. Aber warum? Kann der Staat oder die Polizei nichts dagegen machen? Diese Frage versucht die Doku zu beantworten. Aber sie versucht auch zu zeigen, was die Hater überhaupt antreibt. Denn es kommen nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter selbst zu Wort. Ihr könnt das Cybermobbing-Kartell jetzt in der ARD-Mediathek streamen. Wir bleiben im Cyberspace, aber diesmal geht es nicht um Mobber, sondern um Influencer. Genauer gesagt um koreanische Influencer. In der neuen Show The Influencer treten 77 koreanische Stars gegeneinander an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten, um zu gewinnen. Wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt den Titel des ultimativen Influencers. 27 Millionen? So viele Abonnenten? 27,5. Halb Südkorea. TikToker scheinen krasse Followerzahlen zu haben. Was hier auf der Probe steht, ist Präsenz, Auswirkung und Brisanz, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. Wer von den 77 Influencern kann sich bis zum Ende durchsetzen? In einer Welt, in der Aufmerksamkeit und Einfluss Wert und Macht widerspiegeln. Willkommen zum sozialen Überlebensspiel The Influencer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennt ihr vielleicht von verschiedenen Social-Media-Kanälen wie YouTube oder TikTok oder auch Instagram. Aber auch wenn ihr nicht so viel mit koreanischer Kultur oder sozialen Medien zu tun habt, könnte euch der ein oder andere Kandidat aus koreanischen Filmen bekannt vorkommen. Die Episoden 1 bis 4 von The Influencer könnt ihr ab jetzt bei Netflix gucken. Für Episoden 5 bis 7 müsst ihr euch noch bis zum 13. August gedulden. In der neuen Serie Elsbeth geht es um Elsbeth Tascioni, eine erfolgreiche Anwältin aus Chicago. Sie arbeitet schon seit 30 Jahren als Juristin. Kein Wunder also, dass sie sich nach etwas Abwechslung in ihrem Leben sehnt. Sie bekommt die Chance, in ihrem Leben etwas zu verändern. Elsbeth wird nämlich dazu eingeladen, die New Yorker Polizei als externe Beobachterin zu begleiten. Sie nimmt den Job an. Eigentlich ist sie ja als Beobachterin eingestellt, doch sie kann es sich nicht verkneifen, ihren Senf zu den Ermittlungen dazuzugeben. I'm not sure this is a suicide. And are you with the police? I think so. I'm either with the police or watching the police. The intent is to follow our officers. Instead, they appear to be following you. We found old Irish deodorant at the crime scene. Are you trying to sniff me, Miss Tascioni? You're not a defense lawyer anymore. The truth means putting people in jail. I have ideas, but no proof. Wenn euch der Name Elsbeth Tascioni bekannt vorkommt, ist das kein Zufall. Sie ist ein Charakter in der Serie The Good Wife und in der Spin-off-Serie The Good Fight. Elsbeth ist eine weitere Spin-off-Serie. Diesmal ist Elsbeth allerdings nicht nur ein Charakter, sondern die Protagonistin der Serie. Die erste Staffel Elsbeth könnt ihr jetzt bei Wow schauen. Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Wenn ihr einen Tipp habt, den wir an dieser Stelle mal vorstellen sollen, oder wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, dann schreibt uns gern. Entweder per Mail an kontakt@detektor.fm oder über unsere Social-Media-Kanäle.
Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht. Audioproduktion Tim Schmutzler. Ich bin Imke Zimmermann. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen. Bis dahin. Ciao. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programme und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.